Hallo, hier ist die Kerstin und heute aus meinem Plasma-Pen-Studio und Permanent-Make-up-Studio. Ich habe heute eine Kundin da, der mache ich eine Bauchstraffung. Die ist sehr schlank, hat aber 6 Kinder gehabt und der Bauch ist natürlich ein bisschen erschlafft. Und diese Erschlaffung, die kann man mit so einem Plasma-Pen wieder straffen. Wie das geht, wie das funktioniert, das zeige ich euch und natürlich auch Vorher-Nachher-Fotos. Und in dem nächsten Blog werde ich euch dann nach ein paar Wochen die Ergebnisse zeigen, wie es abgeheilt aussieht. Somit lass uns Plasma pennen. Oh, es wird kalt, wollte ich sagen. Also wie ihr seht, tut es überhaupt nicht weh, denn meine Kundin ist nicht betäubt und sie zuckt nicht und gar nichts. Also es ist auch ohne Betäubungscreme absolut auszuhalten. Nun das erste Ergebnis nach der ersten Behandlung. Der Bauch ist nun fertig und sieht schon ganz gut aus. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. So nach 5, 6 Tagen sind dann diese kleinen Grindpunkte natürlich verschwunden und dann muss man sich das Ergebnis nochmal anschauen. Aber nachdem ich die Fotos schon von meinen Kolleginnen gesehen habe, wird es wahrscheinlich richtig gut. Was man noch alles mit dem Plasma-Pen behandeln kann, ist zum Beispiel auch hier der Hals und diese hängenden Kehllappen, diese erschlaffte Haut. Man kann auch hier zum Beispiel hier oben das leicht anheben. Man kann die Zornesfalte wegmachen, die Stirnfalten, die Nasobialfalten. Da muss man natürlich aufpassen. Alles, was eine Mimikfalte ist, die muss natürlich mit Botox dann ruhig gestellt werden oder eventuell aufgespritzt werden. Aber die Falte an sich kann man sehr gut wegmachen. Krähenfüße geht ruckzuck weg. Also ich bin dermaßen infiziert von diesem Plasma-Pen und werde mir jetzt selber demnächst hier meine Augen ein kleines bisschen machen, weil ich mir das hier ein kleines bisschen anheben möchte. Gibt es natürlich auch wieder ein Video, logisch, logisch, aber das mache ich mir nicht selber. Das werde ich mir wahrscheinlich von meiner besten Freundin machen lassen, die hat auch ein Studio. Und was ich noch sagen wollte, bitte, bitte passt auf, in welche Studios ihr geht, dass ihr nur in professionelle Studios geht, die gute Ausbildungen haben und geht nicht in diese Kleinanzeigen, in diese Billigangebote. Echt, ich habe da schon heftige Ergebnisse gesehen, das muss man sich nicht geben. Also guckt, wo ihr hingeht. Wenn ihr nicht in meiner Nähe seid, dann sucht euch ein gutes Studio aus oder ruft die Firmen an und fragt dann nach Studios. Und wenn ihr in meiner Nähe seid, könnt ihr zu mir kommen. Ich freue mich. Also, ich halte euch auf dem Laufenden und das war's. Bis dahin, eure Kiki, eure Kerstin. Ciao.